Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, es wird wieder Zeit, denn es geht um die Smash-Kämpfer. Denn es kommen noch drei weitere Smash-Kämpfer rein und ja, wir spekulieren ein bisschen, welche es sein könnten. Und ja, schauen wir mal weiter. Ja, auf jeden Fall können sehr viele noch reinkommen. Also die Auswahl ist auf jeden Fall riesig, die Wunschliste ist riesig und jeder will seinen Lieblingscharakter haben. Zum Beispiel Waluigi. Ja gut, okay, das, ja gut, das ist eher weniger. Aber vielleicht einen anderen Charakter, zum Beispiel wie Spyro, ne? Spyro, wäre das was? Ja, könnte vielleicht was werden, aber ja, ist ja doch nicht so, ne? Oder wäre es mit einem Charakter von Astral Chain? Wisst schon, das Spiel, was auf der Switch ist? Kennt ihr das? Ja, die Hauptcharakter, die sind auch nicht, oder? Oder die Charakter von Ninjala? Ja, gut, obwohl Ninjala, naja, eher wahrscheinlich auch nicht. Aber wer es sein könnte, ist zum Beispiel Crash Bandicoot. Ja, richtig, Crash Bandicoot, der ist nämlich sehr beliebt. Und den wünschen sich auch sehr viele. Und er passt eigentlich auch sehr gut rein, ne? Na gut, wie alle anderen auch. Aber er ist halt sehr, sehr viel gefragt. Und in letzter Zeit ist er auch sehr, sehr gut auch beliebt. Ja, Crash Bandicoot. Jeder will ihn haben. Ich will ihn auch haben. Natürlich in Smash. Und wer weiß, vielleicht ist das schon der nächste Smash-Charakter, der angekündigt wird. Weil es wird, glaube ich, demnächst bald in den nächsten Wochen gleich bei der Ankündigung kommen. Ne? Vielleicht schon nächste Woche. Ich weiß nicht. Oder vielleicht übernächste Woche. Ja, auf jeden Fall bald, ne? Wir wissen, das ist jetzt Februar. Da ist die Zeit, etwas anzukündigen, ne? Und ja, Crash Bandicoot könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und besonders auch die zweite Skin-Variante. Und zwar Coco. Die Schwester von Crash, wie eine weibliche Variante von Fire Emblem halt, so ähnlich. Und ja, Coco könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass es halt so eine Skin-Variante ist. Für Crash und Coco in Smash. Das wäre auf jeden Fall ganz cool, ne? So wie Minecraft Steve und Alex. Ja, gut, okay. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, genau. Crash Bandicoot. Und wer könnte noch dazu kommen? Wie wäre es mit einem Monster Hunter-Charakter? Was wie so ein Monster Hunter? Ich meine, naja Leute, Monster Hunter ist auch in letzter Zeit auch so ein Hype, obwohl Hype ist sowieso beliebt. Aber wir bekommen auch ein neues Spiel und wer weiß, vielleicht ist es auch ein perfekter Zeitpunkt, einen Monster Hunter Charakter anzukündigen. Ja gut, ob es so ist, wahrscheinlich nicht, denn die Characters sind ja schon vorgeplant, also das heißt, ich weiß nicht, wie das geplant ist, ne? Aber wer weiß, vielleicht war das geplant von Nintendo aus und Capcom. Okay, Capcom ist das, oder? Oder ist es Capcom, die Monster Hunter entwickeln? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, hat nicht Sakurai sowieso eine gute Beziehung mit Capcom? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, die Chancen stehen mal da. Wir haben ja auch schon eine Trophäe von Monster Hunter, ne? Die Helfer-Trophäe, den Drachen da. Oh ja, genau, den da. Leute. Und ja, der... Wieso nicht auch ein Charakter, ne? Wieso nicht gleich ein Charakter? Also, den, keine Ahnung, Hunter. Ich weiß nicht, der hat eigentlich keinen Namen, also den man eigentlich spielt, ne? Der Hauptcharakter, den man halt spielt, der hat keinen Namen, ne? Ja, der heißt Jäger oder Hunter. Ja, irgendwie so, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall könnte ich mir den sehr gut vorstellen. Denn, ja, der hat ja einige Special Move draußen, ne? Der hat ja verschiedene Waffen. Also den könnte man eigentlich sehr gut reinbringen, finde ich. Vielleicht wäre das ein bisschen zu ähnlich mit Fire Emblem, mit einem neuen Charakter Byleth. Weil der hat ja auch drei Waffen. Und ja, mal schauen, also auf jeden Fall würde ich ihn sehr begrüßen, sagen wir so. Und ja, und das sind die zwei Charakter, die ich mir erstmal aufgeschrieben habe. Den dritten habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil da habe ich jetzt keine große Vermutung. Auch wenn die zwei wahrscheinlich auch nicht stimmen, Crash und Monster Hunter, den dritten, ja, wir wissen eigentlich sowieso gar nichts, ne? Also es bleibt sowieso spannend, die ganze Sache von Smash. Wir müssen uns alle schön überraschen lassen, also das wird sehr spannend. Aber Crash wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich. Welche Charakter wollt ihr eigentlich in Smash haben? Schreibt es rein in die Kommentare, Leute. Lasst es mich wissen. Und das war's jetzt von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken und ein Abo da lassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Bis dann.